Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Die 2, Viertel nach 3. Wir sind brei und dabei, 7 Days zu spielen. Hallo, Minjas. Ist Ton bei dir auch an? Ja, ich guck grad. Da ist eine rote Ausschlagsgeschichte. Perfekt. Das ist sehr gut. Übersteuerung ist immer gut. Ja, sehr gut. Ja, willkommen zurück mit Ton. Willkommen zurück mit Ton. Ja, ich hatte ein paar Tonprobleme in der letzten Folge und in der vorletzten und in der davor auch. Liegt daran, dass ich mein Effektgerät von der Gitarre angeschlossen habe. Mhm. Und du steigst jetzt ins Musikgeschäft ein. Ich bin Musiker. Mhm. Und nebenbei Let's Player. Oder so. Ach, irgendwas ja. In der Art. Genau. Ich habe hier jetzt gerade einen Airdrop. Wir wollten ja eigentlich eine Mission machen. Oh Gott, da ist ja noch eine. Aber ist nicht schlimm, ich gebe jetzt mal ab. Hier sind übrigens so viele Bäume gewachsen um unsere Basis herum. Deswegen habe ich die Gelegenheit genutzt, Hast du nicht gesehen? Habe ich gesehen. Nee, sind so viele Bäume. Lila Bogen, also glaubst du so? Ein lila 5 ist das dann, oder? Nee, lila 6. Ja, 6. Kontextlos ist irgendwie schwierig. Echt? Lila sagt dir nichts? Nein, kontextlos, lila ist 6. Weißt du, verstehst du? Schwierig. Hast du gesagt? Nee, lila, ja, okay. Ja. Natürlich habe ich das gesagt. Lila ist wie Sex. Was du willst. Fuck. Das ist in diesem Hochhaus mit dem Kran und allem drum und dran. Wisst ihr, wo dieses kaputte Gebäude, was gerade gebaut wird. Hochhaus mit dem Kran außen dran, was gerade gebaut wird. Ja, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ja. Auf jeden Fall ist es ein Vanillateil und wohl schwer zu machen. Okay. War hier auch noch nie oben. Ja, sollten wir mal machen, oder? Einfach mal machen. Ja, ich freue mich wieder, mit dir aufnehmen zu können. Ja, ich auch. Weil wir haben jetzt auch schon länger nicht mehr aufgenommen gefühlt. Donnerstag letzte Woche. Ja, ganz schön her, ne? Ja, und dann war ja noch die Geschichte mit deinem Ton. Ja, gut. Das auch so ein bisschen ätzend für dich, weil ja dann überhaupt, weißt du, die Leute hassen dich geht, dann und so. Geht. Also, und selbst wenn, ja. Mir scheißegal. Hasst mich doch. Nee, Quatsch. Nervt mich auch, was soll sein. Es ist, wie es ist. Fertig. Ja, man kennt ja, wie es ist. Du machst die Aufnahme man fertig kennt ja, und hörst rein und denkst dir nur so irgendwann. Fuck, ey. Ich komme jetzt mal zum Trailer, heb mal ab und dann muss ich nochmal ausladen. Und dann können wir ja nur noch eine Mizzi machen. Eine Mizzi. Mizzi Mission. Mission Partial Bow. Dann nehme ich das Geld mit und verkaufe den Helm. Die Nerdy-Glas lasse ich auf. Ich habe so ein bisschen. Wir haben ja überhaupt nichts zum Fressen da. Es ist ja wirklich zum Kotzen. Ja, da sollten wir. Also, wir haben auch keine Kartoffeln. Ich habe jetzt gerade nochmal überall geguckt. Also, was ich jetzt sozusagen in der Nähe hatte. Mais. Also ich hatte Mais bei dem einen Bauernhof das letzte Mal geholt. Was war das denn? Ja? Die ist 11 wert. Ja, Mais ist jetzt nicht so die Nummer. Nicht so geil, meinst du? Nee. Lila, eine AK wollte ich... Du hast was mit einer AK irgendwas gesagt letztes Mal. Ja, aber wollte ich dir die geben? Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich habe noch zwei Schematics für einen Ironclaw-Hammer. Den kann Iron ich schon, den Claw würde ich Hammer. Dir mal... Nee, den kann ich auch. Okay, weil was für ein Quatsch, verkaufe ich die. Ja, das kannst du machen. Also Iron es kam gerade ein Update, was mich jetzt gerade wundert und ich bin immer noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt alles wieder fein ist. Bisher läuft's. Wir haben gerade praktisch den Server wieder gestartet, die ist jetzt die 1.8.0, beim letzten Mal war es noch 1.7.8. Die haben den mit den Pfeilen gefixt, ne? Also die Geschichte mit dem... Die tanzenden Pfeile. Den Indianername. Tanzender Pfeil, komm her! Der weiße Mann ist da. Okay. Was haben sie gemacht? Also überhaupt, dass man den Pfeil im Bogen sieht, auch, dass die Pfeile so rumhüppen und so ein Kram. Und wir waren anscheinend nicht in der Gruppe bei dem letzten Mal. Also zumindest in der Horde-Nacht. Ja, hast du erzählt. Wird weil wieder Punkte. Ach, in der Horde-Nacht waren wir nicht? Also im zweiten Teil. Ich bin mir unsicher. Das kann sein, weil wir ja immer wieder reingeschnitten hatten und dann ist doch genau. Wieder rausgeflogen oder so, kann das sein? Mich hat's getrennt. Genau, und dann mitten im... Was hast du hier LED fallen lassen? Ich heb's mal für dich auf. Willst du einen lila Scrap-Helm haben, bevor ich den verkaufe?
Ein lila ist Stufe 6, habe ich. 6, ja. Stufe 6, okay. Ja, habe ich. Okay, ich nehme Tech Junkie, nehme ich. Obwohl, hier ist ein Trigger Group Semi-Mod. Das ist doch diese, dass er Autofeuer macht, oder? So ein Trigger-Modul. Der Tech Junkie. Autofeuer, ja, genau. Da würde die Pistole quasi pum, pum, aber die ist nicht so schnell. Also, was das Ding kann, der kann die hydraulischen Waffen um 10% werden erhöht. Ja. Den Mod oder das Buch? Gute Frage. Was war die Mod nochmal? Die Mod ist der automatische Trigger, also dass die Waffe schneller schießt oder automatisch schießt. Und das Buch ist, hydraulische Waffen haben 10% mehr Schaden. Ne, die Fire Rate. Ach, ich nehme den Trigger. Das Buch interessiert mich jetzt nicht wirklich. Und dann nehme ich eine Stufe 2 Quest in 700 Meter. Oha. Jetzt wird's doch ich mal hier, interessant. Ey, guck mal, ich habe hier gerade Potato Seed Rezept. Was natürlich ein springt. Und du wolltest mir eine AK kaufen. Ich habe eine im Fahrrad. So sehr sieht's gut aus. Eine am Fahrrad angeschraubt. Reingeklemmt. Oh, nehme ich doch. Also ich habe jetzt erstmal die Waffe zur Automatikwaffe gemacht. Okay. Und wenn er mich dann daran lässt, würde ich dem Händler mal kurz den Helm verkaufen. Wartet. Das will. Dann machen wir das so. Wie, du willst den nicht? 236? Das will ich nicht. I'm not interested. Hat er schon zu viel wahrscheinlich. Ach, du hast ihm wahrscheinlich den Helm verkauft, ne? Dadurch. Ich habe ihm zwei so verkauft. Sorry. 5, okay. Mist. Tut mir sorry. Gut, dann warten wir auf Loot Respawn, oder bei ihm. Was machen wir jetzt? Wollen wir die Level 2 Quest machen oder die... Wir haben 16 Uhr. Also die 500 Meter würden wir noch schaffen von dir. Die Retrieve Supplies. Okay, ich mache mit dem Händler zu. Ja, gut, ich meine, Inventar ist halt komplett voll immer noch, ne? Wie, hast du nicht abgegeben? Dann gib doch ab. Wie, ich war jetzt gerade hier. Also, irgendwann zerre ich dir eine. Ja, du wärst schon wieder draußen. Sag mal, ist okay. Du lässt die Tür offen, der arme Händler. Pick doch den Händler, was ist das denn jetzt? Ja, du kannst doch nicht einfach die Tür offen lassen, der arme Händler wird ausgeraubt. Ach, der wird doch nicht ausgeraubt. Kommen zwei Bekloppte, halt eine AK vor das Gesicht, die gerade gekauft worden ist. Macht so die ganze Zeit bei ihm. Bing, bing. Stimmt, der ist ja bulletproof, der aller Cheater. Ich hab, Händler. Ich hab gerade. Was ist? Zombie-Musik hatte ich gerade. Vor mich? Weil ich von Action spreche? Ja, wahrscheinlich. Mir spricht von Action. Immer noch in Lernen. Pack jetzt erstmal in die Kiste einfach hier rein. Ach, scheiße, ich hab 9%. Hast du was zu essen gefunden? Ja, hier. Du kannst mir mal. Nee, halt nicht. Dann nicht. 9%, ich gucke jetzt mal, ob wir was also, oben hatten. Also, halt nicht. Hast du? Nee. Futter selber. Erstmal mal die essen. Ich guck nochmal ganz kurz. Ah, hier ist doch was drin. Nice. Guck an. Guck an. Ich würde mal gucken, wegen Skills habe ich 2 Punkte. Ich setze nochmal einen auf Iron Gut. Wegen der Thematik mit dem Iron Gut. Ja. Ansonsten sieht das ja ganz gut aus. Pummelpiet bin ich Stufe 3. Auf irgendwas wollte ich doch skillen, aber ich weiß das jetzt am besten will nicht mehr auf was. Auf irgendwas wolltest du skillen. Ich kann dir das auch null sagen. Also, null. Hast du noch ein Fahrrad? Hast du dein Fahrrad noch? Wahrscheinlich. Weißt du noch nicht, nee. Im Fahrrad glaube ich nicht, oder? Nee. Ist da was drin? Doch, eine AK liegt da jetzt drin. Dankeschön. Dann nehme ich mal Munition mit. Wobei ich die AK vielleicht eher dann für die Hordenacht, oder? Ach. Ach, gib doch die Hordenacht. Heute hast du das Fleisch einmal, heute hast du das. Na, ich habe eine Pistole, weißt du? Bin ich eigentlich schon. Willst du mal hören? Die Pistole? Na klar. Pass auf. Und was soll ich jetzt da hören? Geil, oder? Ich dachte, der Trigger macht hier automatisch. Ja, muss schon halten. Aber die schießt ja nicht schnell. Nee, macht sie nicht. Schießt nicht automatisch. Tja. Ich dachte, hä? Bin auf dem Weg, ne? Du musst Bescheid wissen. Trigger Semi-Mod. Mm. Trigger Group Semi-Mod. Na, das wird dann. Muss ich nochmal durchlesen. Semi-optimal. Das kannst du dann für die AK bauen, sozusagen einbauen. Dann kann. Die AK kann ja auch automatisch schießen, das würde ja keinen Sinn machen. Ja, das ist doch eine Semi. Warum packt man das in die Pistole? Das macht man nicht in die Pistole. Das macht man in etwas, was normalerweise schnell schießt. Was du aber langsam schießen willst. Ach so. Das.
umgedreht. Dann hätte ich das Ding nicht genommen, dann hätte ich doch lieber das Buch genommen. Ja, okay. Egal, ich radle jetzt mal der Richtung. Egal. So. Was ist denn hier mit der Karre? Auseinandernehmen, meinst du? Nee, wollte nur gucken, was drin ist. Müssen wir aber dann mal irgendwie langfristig nochmal auf... Aber da wir 17 und 19 haben, würde ich mich erstmal auf die Mission konzentrieren. Ja, ja, klar. Ich wollte nur sehen, was drin ist. Nicht. Die haben übrigens irgendwas gefixt, habe ich gelesen, bei der 180. Also nicht nur diese, was wir da gesehen haben. Das hoffe ich doch, denn den schon ein Update machen. Dass die denn auch irgendwas fixen. Du bist ein kleiner Klugscheißer. Ah, ich weiß. Nee, irgendwas mit... Texturcache, irgendetwas. Also es sah mir da so nach Performance aus. Oder ich habe das als Performance-Schub empfunden oder interpretiert. Bis jetzt habe ich auch keine FPS-Probleme und das sage ich ja sehr selten. Tatsächlich hast recht. Jetzt wurde das. Fahr nicht so nah ran. Das sah so ein bisschen nach einem Militärcamp-Ding aus. Nee, das ist ja ein... VR sehr. So, ich packe aber das Fahrrad. Achso, da hast du die Dings drin, ne? Mensch, lass doch das... Hör doch mal. Hier, komm. Ich habe Angst, dass es das zurücksetzt. Ja, ist gut. Pass auf, ich probiert. Ich stell dich hier hin. Doch. Los, bist du bereit? Du machst jetzt nicht den Test. Natürlich mache ich jetzt den Test. Bist du bereit? Ich nehme meins auf. Wo hast du rein? Da ist reingeschaltet. Ja, mach mal, da ist weg. Siehst du? Nicht. Wow. Danke für den Test. Wir schaffen Klarheit 2-0. Gegen die Wand. Gelatscht. Der will noch. Was, der wollte noch? Der wollte noch. Hör auf zu ballern, die gute Munition. Was ist los mit dir? Das ist genau deswegen spielt das Spiel. Schrotze raus, geh weg. Ja, ich mach's alle blam. Bom, bom, bom und Salat. Das ist doch hier. Oh. Eins. Dun, 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 dun. Ich loote die Kaffeemaschine. Ich hab's machst nicht du mehr nicht. Gelootet. Burn, baby, burn. Die war leer. Noch was mit dem? Ach, der stellt sich hier hin. Hallo. Boah, sieht der krass aus vom Nahen. Ich hab noch nie einen Zombie so nah. Mach mal Licht an, hier. Ja, eine Fackel macht ja mehr als Licht. Ach so. Kannst du mal dein Rohr aus meinem Gesicht nehmen? Rohr nehmen. Boah, sieht der krass aus. Das ist auch noch nie gefixt worden, ne? Ich habe Lucky Looter geskillt. Ich skille. Looter. Nein, ist dir gerade egal. Ich hab's auch. Ihr skillt. Warte, ich bis Level 2, oder? Du hast Level 2? Mein ja. Mein nicht, aber gut, wenn du es sagst. Ich mein ja. Also doch, doch, doch. Nee, Treasure Hunter. Wo ist denn der Lucky Looter? Ja, Level 2. Lucky Looter. Habe ich extra gemacht. Extra? Extra. Du hast gesagt, die Speere sind gefixt. Ja, die fliegen oder sollen. Ha? Okay, ja, fliegt schnell. Hast probiert, gell? Ja. Wo ist denn jetzt hier? Rinnen sind wir egal, oder was? Was? Rinnen gekommen sind wir egal. Wir sind übers Dach eingebrochen. Ja, ja. So, komm mal her jetzt hier. Komm mal. Was sollte man denn? Find the River Supplies. Wo sind sie denn? Auf der Ebene hier hinten. Hier hinter der Mülltonne ist meins. Ich hoffe, du hast deins schon gefunden. Nee, noch gar nicht. Ich wollte jetzt gerade... Mensch. Ah, hier ist der Weg. Wie man nochmal. Alles gut bei dir? Ja, klar. Wie gesagt, 20 Zombies, keine Munition. Dann schreist du. Dann erst. Dann wirst du um Hilfe betteln. Werde ich mich kurz melden. Huch, sagt er dann. Oh ja. Okay. Ah, da. Macht wieder Spaß, verstehe. Schade. Was passiert? Klingt so, als wäre es sauer. Mensch, jetzt hör doch mal auf. Wirklich, als wenn du hier der Rambo der Amazon wärst. Absolut bin ich. Mit deiner Steinaxt. Oh, warte mal, ich habe... Nee, ist ein normales Shirt. Schade. Hast du Hunger? Klar. Da. Eine Suppe, brüderlich geteilt. Eine Suppe, die macht 5. Jetzt. 10.
Du musst nee, auch schon, über kleine schon Dinge... Schon fertig. Hab's schon verdaut. Dich, hast du noch eine? Ja, ja. Nee, habe ich jetzt selber gefressen. Einfach aus Frust. Gefressen. Okay, also Fahrzeuge verschwinden nicht. Haben wir schon wieder ein Mysterium aufgeklärt. Nehmen wir Beton mit, oder? Hätte ich jetzt gesagt, ja. Auf der anderen Seite müssen wir auch noch zurückzappeln, dann können wir es eventuell noch abgeben. Oder warte mal, wie weit ist denn von hier die hier 2-Quest entfernt? 1 Kilometer. Nee. Ah, 19 Uhr, 1 Kilometer, ist ein bisschen doll, ja. Ich teile mal gerade, damit du sie schon mal annehmen kannst. Okay. Wie ist die Richtung hin da? Nö, das ist JBD. Gut, dann lass uns zurückfahren. Ja, ich muss aber noch meine Fetch hier finden. Supplies. Mach mal. Dann tun sie so. Supplies. Wer ist der Scheiß? Supply. Ach, hier hinter. Ach du meine Güte. Okay. Okay? Ja. Aber dass du so mutig warst und den Test auf dich genommen hast, muss jetzt auch mal ein bisschen gewürdigt werden. Ja. Hype in den Chat. Würdig Hype. Ich streame nicht, Herr Fleisch. Achso, ja, guckst du wieder in die Cam? Ja. Okay. Jetzt in dem Moment. Hype. Boah, ich hoffe, ich kann die Frau zu Freitag überreden. Dass sie ja mitmacht. Wann kommen diese Folge? Ist die morgen dran? Diese Folge ist morgen dran, richtig. Die müssen wir gleich hochladen. Gleich hochladen wieder. Am Freitag, liebe Leute, wenn ihr diese Folge schaut, schaut doch mal bei Twitch vorbei. 19:30 so ganz grob, plus minus. Ja. Auf unseren Kanälen werden. Also 19:30 wird schon irgendwas passieren. Ob wir das Spiel, was er jetzt gleich teasern wird, schon spielen, wissen wir genau, noch nicht. Genau, also der Plan ist so und ob es dann dazu kommt, das werden wir dann sehen. Aber wir wollen wieder Agru spielen. Agru ist ein Werwolf-Spiel. Wir haben im Podcast drüber gesprochen. Also Werwolf ist dieses Prinzip: ein Werwolf in der Stadt, die Menschen schlafen und der Werwolf bringt jemanden um. Und man muss praktisch durch Diskussionen rausfinden, wer das war. Genau. Und das haben wir schon mal gestreamt. Das war unheimlich lustig. Unfassbar lustig, ja. Das war wirklich sehr genial und hat unheimlich viel Laune gemacht. Und vielleicht seid ihr mit dabei, weil diesmal ist es geplant, dass wir in einer etwas größeren Gruppe spielen können. Und Wodan wird mit dabei sein. Also, wenn euch das vielleicht locken kann. Das ist schon klar, ja. Naja, hat sich's gekauft. Oh, guck mal hier. Landmines won't detonate when stepped on. Habe ich ein Buch. Das ist super. Das ist sehr gut. Oder 150 Magnum. Ich habe das Rezept, um ein Sledgehammer in Eisen herzustellen. Macht das Sinn? Ein Sledgehammer in Eisen? Mhm. Nein. Oder ein Muscle Break. Dann lieber the Muscle Break, ja. Aber nicht als Rezept, leider. Ja, dann. Ja, der Dings bringt. Okay, wir haben jetzt gerade mal 8 Uhr. Wir haben ja noch 2 Stunden Zeit. Vielleicht können wir noch irgendwas hier in der Nähe looten? Du hast letztens gesagt, irgendwas wäre noch nicht gelootet gewesen. Irgendwas ist noch nicht gelootet. Entschuldigung. Wollen wir in Beerstand mal kurz rein? Wo wollen wir rein? In Beerstand. Da gibt es nämlich einen Trick, da kann man sich über den auf die Rückseite hochframen. Ach, Trick, Mick. Rein ins Genick. Das ist ein Hund. Also ich würde jetzt mal an die Karre gehen. Ab muss ich gar nicht. Ich würde mal die AK schultern. Und da mal kurz beim Beerstand sagen, Leute, wie sieht's denn aus? Kommst du mit? Ja. Da ist doch glatt ein Wolf im Trader. Wie im Trader ein Wolf? Wie geht denn das? Die können da rein? Achso, wir können ihm nur nichts anhaben wahrscheinlich, ne? Der ist durch, glaube ich, die Dings. Ja, nee, der konnte ich nicht machen. Der ist durch die Gitter durch da. Hey, wenn nicht, dann müssen wir ganz viel Bold Meat machen. Was hast du gesagt? Schon gut. Ich habe dich nicht verstanden, was du sagen wolltest. Ja, ich habe einfach durchgezogen. Ich lass mich jetzt nicht mehr unterbuttern von dir. Du meinst klein machen. Klein machen. Okay. Ja? Nicht mehr klein. Kann das auch selber. Du kannst selber. Ich hätte jetzt gehofft, dass du mal kurz hier vorbeikommst. Und dann Bär auf den Weg. Ich hoffe zu weinen. Unterstützt im Beerstand. Face the Drus. Beers, drink for free. Hier ist die Toilette. Oh, hier sind sie draußen. Ach, ficken. Oh, irgendwann heik heute mit dem Wort. Sorry.
lieber. Weiß ich nicht mehr, wo es hier hieß. Zuschauer. Hier bestimmt. Bewegt sich doch irgendwas. Ich glaube, ja. Hier unterhalb macht einer rum. Unter ist auf jeden Fall einer. Kannst du dich hochframen? Nö. Mag nicht. Zieh durch einfach. Schrotze raus, rein mit dem Schrot. Wo seid ihr, Bären? Die sind oben. Deswegen will ich ja oben rein. Wenn du gleich zu den Bären willst. Ja, ich hab da noch eine Rechnung offen. Berigoreng. Ich hab jetzt Berigoreng, genau. Gut, Pistole ist durchgeladen. Bin unter dir. Okay. Ein Seher. You will ask, wer ist Seher? Hier. Pass auf, hier hängt einer oben. Nice. Kommen wir über die Decke rein? Die decke ich aus, ja. Nee, ob wir hier in den... Ja, ich meine, hier ist die Lampe auf jeden Fall. Ja, aber... Dann kommen wir hier runter und dann kommen wir hier wieder... Nee, da warte ich auch hier schon. Raus. Genau. Und jetzt sind wir raus. Und dann nee, ich meine, dass wir hier drüben durch die Tür rein müssen. Hier und dann hier hinten durch, hier durch diese Tür. Na ja, wenn... Boah. Na... Ja, hier sind sie. Hier sind sie. Ich schlag nur kurz das Zeug hier weg. Mach dich bereit, ja? Gib mir eine Sekunde. Ja, bin bereit. So. Alles klar. Oh. Oha. Oh, der kommt nicht durch. Perfekt, perfekt. Warte, warte, warte. Oh, der ist durch. Oh, er kommt nicht durch. Da ist der Kumpel. Ja. Wow, pass auf. Oh. Hast du denn gesehen, wie er sich reingedreht hat? Nee, bei mir hat sich nichts getan. Hast du ein Messer? Das sieht lustig aus, ja. Das sieht super okay, lustig aus. Gammelfleisch ist gut. Aber die Actionmusik ist noch nicht vorbei. Nee, wir hast ja auch alle doof geweckt. Hier ist auch einer unten jetzt. Am Bär, ja. Wo? Siehst du den? Okay. Okay. Nein, du hast nicht. Sag mal, da ist aber ordentlich was dran, oder? Kann das sein? Das war's. Da war okay. Ein bisschen was dabei. Auf jeden Fall immer Testosteron. Hier noch was am Leben? Nö. Ah, hier bricht man aber ein, sehe ich. Denn hier? War hier nicht so irgendwie ein Lootraum? Also ich bin jetzt mit dem Point. Weiß nicht, ob der hier sein soll. Tja. Nee, ich weiß nur, der Kaiser hat mir das mal gesagt, dass man hier irgendwie hier rückwärts rein soll, weil man dann direkt an den Lootraum kommt. Ich habe nur gerade die Befürchtung, dass wir hier falsch sind. Okay, die hast du alle. Ha. Weil er sagte mal, du kannst hier no-frame, da musst du dich nicht mit dem Bären beschäftigen. Ja, du kennst ihn doch, alle Abkürzungskaiser. Du kennst ihn doch. Für keinen Cheat zu schade. Hier ist der Lootraum. Ah, okay, ich hab's noch gebremst. Achso, mach du. Okay, mach ich. Machst du die Kisten auf? Rifle. Papier brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Gläser brauchen wir nicht. Drei Läppchen, die können mich auch mal. Die habe ich schnell wieder zusammen. So. Ah, Munition. Ist schon leer. Ach so, das letzte Aufschlagen, das hatte ich. Das hat jetzt einfach so gemacht. Mal gucken, ob das doch was ja, bringt. Ja, ein Clawhammer ist auf jeden Fall nicht so schlecht, oder? Weil wir können, glaube ich, noch keinen herstellen. Doch. Du hattest gerade eben noch die Gymatics. Na? Ach, die habe ich verkauft, ja, richtig. Du hast es recht. Ich weiß, dass ich recht habe. Du musst es nicht extra sagen. Ich höre ja auch nicht. Hier, was zu essen? Hier, nimm. Hä? Nee, habe ich hingelegt. Ach, das war Crushed Sand. Empty Can. So, Chicken-Suppe. Schon wieder nur eine Suppe. Ja, fünf nee, auch nicht Schinken. Und Schinken habe ich dir gesagt. Shammy Mohammy. 15, perfekt. Jetzt kommen wir noch der Sache näher. Geguckt.
Sagt der auch Shammy Mohammy? Ja, der macht immer so Trady Potady. Nee, tatsächlich gar nicht. Ich hatte noch von... 22:30, was ein Mist. Wo die Zeit verpasst. Ich hatte noch von dem Kollegen Rhino Crunch here today. Jetzt betet er ja nur noch, der Dödel. Nee, der macht auch noch Streams, YouTube-Streams macht der. Allerdings so okay. Für ungefähr so weniger Zuschauer als wir. Echt? Ja, wirklich. Voll der Absturz, oder? Vom Fortnite über... Nee, eigentlich vom coolen YouTuber... Genau, so würde ich es auch mal sagen. Zum schlechteren Streamer, zum Kack-Fortnite-Typen. Mit Ambitionen, die Leute von irgendeinem Glauben überzeugen zu wollen. Und dann zu sowas, ja. So. Schwierig. Ich hab den Wo so fahren wir jetzt hin? Wir fahren jetzt mal nach Hause, ne? Genau, Händler können wir nicht. In Bandit Stories habe ich immer gern gesehen, weißt du, seine ja, Solo-Dinger. Ja. Das war echt, Daisy war super. Rhino Crunch, kennt ihr den noch, liebe Zuhörer? Chill. Du hast mich du hast mich abgedrängt, ausgebremst. Womit? Na? Mit Recht. Ich gebe dir gleich rechts eine. So, Fahrrad steht jetzt gut. Absolut mit rechts. Hüpf. Dreimal Kaffee, den können wir zumindest verarbeiten. Dann kann ich ja oben aus dem Kaffeepulver noch Kaffeebohnen machen. Dann haben wir bald unsere eigene Kaffeeplantage und... Ja. Und wieder völlig überladen, die Rampe versuchen hochzukommen. So. Können wir einen Aufzug bauen? Geht ja leider nicht. Wobei ich jetzt auch so ein bisschen blöd fand, der Aufzug. Der Klappenaufzug? Ja. Ich fand den nicht gut. Boah. Ich hab eine Dreier-Double-Barrel. Ach, wisst ihr was? Die stecke ich einfach in mein Inventar. So muss es sein. Also ich lasse jetzt die Doppel, AK hier, die Doppel-Lehmann auf. Was machst du? Ich lasse die AK hier, die hebe ich mir für die Nacht auf. Du bist ja auch die langweilig. Horde-Nacht. Du bist hier, ja achso, hier, pass mal auf, ich drop mal was. Kannst hier, du mal einsammeln. Du redest du nicht mit mir. Nimm mal die Munition, die dann erklärt. Oh, ganz schnell mal. Was soll ich nehmen? Munition liegt in der Ecke. Oh, ganz schnell mal. Mal gleich neben der Aufnahme, soll da keiner mitkriegen. Schwierig. Ich habe heute Kommentar gelesen. Der Herr Minis ist schon ein bisschen verliebt in seinen Fleischhammer. Ah, lustig. Es ist schon auch richtig. Oh, ich habe... Moment, ich habe ja Hopfensamen. Naja, aber Bier ist ja jetzt wirklich nicht so die Sache. Total unnütz, ne? Eigentlich schon. Also ich würde jetzt... Das, weißt du, wenn du so den Spielstil... Ich spiele jetzt mal durch in of Melee. So. Mhm. Dann kannst du sagen, alles klar... ich mach Bier. Spitzhacke, was hast du für eine Version? 2. Version 2. Okay. Dann können wir die eine hier scrappen. Oha, wir brauchen Kisten. Kann man einen Muzzle Break in die Pistole einbauen? Kisten. Kann man nicht. Aber Muzzle Break ist doch für dich hier. Nee, war mal in die AK. Where is my AK? Das ist aber schön vollgemüllt hier. Ja, ja, ich mach gerade. Ich bin dabei. Ich mach mal die Bolts, die Crossbow-Bolts, scrape ich mal. Nee, bitte nicht. Doch, hab ich. Na, dann brech doch ab. Dann halt nicht. Ja, hab ich ja. Schreib mich nicht an. Ist ja wieder heim. Nee, ich mach jetzt neue Kisten. Ja, die großen, ne? Ja, das wäre beschriftungsmäßig. Die kannst du mal direkt oben an die Decke drüber klatschen. Genau, Mia ist also wirklich aus einem Sack. Oder so. Die Military, die diese Military Armor Parts verchecken wir, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich habe das noch nie benutzt, weißt du? Die Hunting Rifle, weiß ich nicht. Hunting Rifle. Was kann man denn daraus machen? Die scrub ich jetzt, oder? 18 ist die wert. Euro. Euro, ja, Schmeuro, ja, aber dann. Sechser, wie steht's aus mit dem 6er Pfeil? Hast du Bock auf einen Speer? Egal. Nee. Ich habe jetzt hier das Stahlding probiert. Stahlding. Ja, ich habe ein. Ne, ist ja Iron. Iron Spear. Ist nicht mal ein Stahl, Leute. Tschüss. Und zack, ist er weg. Hä? Der Muzzle Break geht auch nicht in die. Für was ist der? Ach, Shotgun. Oh Mann. Das ist ein Duckbill Mod. Das ist für dich. Ja, ich habe schon. Für deine Shotgun. Ich habe eine Choke drauf.
Na, guck mal hier, was die macht im Unterschied. Ich droppe die mal. Da. Sackbirne. Modify the spread by horizontal pattern instead of a normal one. Nee, der macht das so auf horizontal. Ich kann das drauf. Der macht das so auf horizontal, okay. Du weißt schon. Die Blunderbuss, die 5er, hau ich mal weg. Die können wir verkaufen. Die ist 300 wert. Ja, mach. Die können wir hier mal vertickern. So, dann ganz rechts Waffen, ja? Ganz rechts oben Waffen, ja. So, dann komme ich nicht, kann ich nicht mal benennen, wenn sie abgeschlossen sind. Ist ja auch wieder geil. Das muss doch sein, ist doch richtig. Hast du? Ja. Ja. Ups, das war jetzt nicht meine Absicht. Ist aber passiert. Naja. Müssen wir durch. Waffen und Munition oder mal nur Waffen? Mal nur Waffen, darunter ist Munition. Ja. Nur Waffen. Ich hab sogar noch eine. War das Absicht? Das war keine Absicht. Ist okay. Jetzt aber passiert, einfach. Gut, dann mache ich einmal Olo A. Zack, so. Ich würde sagen, werden wir hier aussortieren. Sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, oder? Genau so sieht's aus. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Auf. Gut Glück ist hier auch Audio drin. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, ciao.